Katastrophen kommen meist unerwartet für die Menschen. Umso wichtiger ist es, gewappnet zu sein. Und daher ging es hoch her bei einer Katastrophenschutzübung auf dem Gelände der Weilburger Kotings im Ahäuser Weg in Weilburg. Involviert waren der Katastrophenschutz, Teile der Feuerwehren Weilburgs, Hadamar, Meerenberg, Weilmünster und das Deutsche Rote Kreuz. Es wurden verschiedene Szenarien vorbereitet, worauf sich die Einsatzkräfte vor Ort spontan einstellen mussten. Diese örtlichen Gegebenheiten wurden vorher nicht bekannt gegeben, so dass eine geplante Realbedingung simuliert wurde. So musste gelöscht und unter anderem in verschiedenen Werksräumen verletzte Mitarbeiter gefunden und behandelt werden. Im sogenannten Debriefing wurden das Zusammenspiel der beteiligten Wehren und Einsatzkräften als ein Ziel der Übung ausführlich besprochen und beurteilt. Mein Name ist Klaus Schlich, ich bin der Brandschutzbeauftragte der Weilburger Kotings. Wir haben heute eine Übung hier mit dem Katastrophenzug des Kreises Limburg-Weilburg geplant. Hintergrund ist das, dass wir als Unternehmen aber wollen, dass die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren oder auch mit dem Katastrophenzug im Falle eines Brandes oder sonstigen Ereignisses, Schadensereignissen reibungslos funktioniert. Hat also was für uns und auch für die Einsatzkräfte. Wir haben heute zwei Szenarien. Zum einen haben wir eine Brandentwicklung oder eine Brandentstehung im Gebäude 16, das ist ein Produktionsgebäude. Und zum zweiten haben wir im Gebäude 21, das ist ein Labor- und Verwaltungsgebäude, ein weiteres Szenario angenommen. Und die Einsatzkräfte haben jetzt ihren Einsatzbefehl Menschenrettung und Brandbekämpfung vorgenommen in beiden Gebäuden, 21 und 16. Insgesamt haben wir 10 Übverletzte, wobei das Mitarbeiter unser Unternehmen sind, und eine Übungspuppe platziert. Und die Einsatzkräfte haben die Auftrag, den Brand zu bekämpfen und eben auch die Verletzten zu retten. Ja, das Rotkreuz ist hier auch mit im Einsatz und wir haben insgesamt 10 Übverletzte, von denen 8 im Gebäude 21 und 2 im Gebäude 16 untergebracht sind oder platziert sind. Die haben verschiedene Verletzungsszenarien und das Rotkreuz wird dann hergehen, wird diese Leute entsprechend ihren Verletzungen weiter versorgen und in umliegende Krankenhäuser transportieren. Bei Kra und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Kra und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. Musik.
In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Der echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54.
Samu, dein Text lautet Hart-, Mittel- oder Weicheinsatz, ja? Ja, ja. Hart- mit Weicheinsatz. Und Top-Kopftal-Verstellung inklusive. Weiß schon. Top-Hopgar-Stellung inklusive. Egal. Das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht.